Guten Abend, meine Damen und Herren und liebe Kinder. In wenigen Momenten beginnt unsere digitale Grafschafter Showgala. Zum ersten Mal senden wir aus unseren eigenen Wohnzimmern, Büros und Proberäumen. Machen Sie es sich auf Ihrem Lieblingsplatz bequem. Wir sind gespannt, wie Ihnen unsere digitale Grafschafter Showgala gefällt. Hallo? Excuse me, but I think I'll take it from here, okay? I mean, I'm sorry, but I should be introducing the Grafschafter Showgala, right? Nothing personal, but I mean, it's tremendous, right? And we're all good people, but I'm the one who should be announcing this big, big, big event, okay? The moment you've all been waiting for. The Grafschafter Show Gala. Show. Statt im Theater mit Tanz und Live-Musik sind wir zu Hause, was an Corona liegt. Oh. Oh, oh, oh. 2020. Wir blicken zurück. Wollen wir es vergessen? Bin dafür. Das wird ein Zauberstück. Alle, die wir lieben, schützen wir, wir sind zu Haus. Wir setzen Masken auf und schalten Negatives aus. Verrückt, diese Zeit und was sie so ergibt. Toilettenpapier war noch nie so beliebt und verstellbar. Was für ein Jahr. Was für ein Jahr. Die Langeweile wird uns ein. Alle Serien auf Netflix nochmal schauen, oh Gott, nein. Wir haben endlich mal so richtig Zeit für uns. Und alles, was wir machen, ist keine große Kunst. Hände gewaschen und auch desinfiziert. Ah, verdammt, mein Zoom-Meeting ist abgeschmiert. Unvorstellbar. Was für ein Jahr. Was für ein Jahr. Wo seid ihr nun? Wie geht's euch noch? Wir uns wissen, komm und zeig's doch. Abstand und fühlen uns so nah. Fühlt euch willkommen, wir sind für euch da. Bei der Showgala. Unsere Gäste: Hochzeitssängerin Christina Hensen, Rocksänger Dennis Quast, die Samtgemeindebürgermeisterin von Emlichheim Daniela Kösters, Musikschulleiter Bodo Wolf und Sängerin Laura Küpka, Theatermacher Eva-Maria Götting-Ennen und Daniel Niers. Und zahlreiche Grafschafter-Stimmen der Neuauflage vom Weihnachtslied Irgendwo da draußen. Bitte begrüßen Sie nun Ihre Gastgeber Hananja Schulz und Tom Wolf. Herzlich willkommen zur Grafschafter-Showgala als digitale Home Edition tatsächlich. Wir schicken unterhaltsame Grüße in euer Wohnzimmer. Vielen lieben Dank, dass Sie da seid. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, wer aus der Grafschaft gerade zuschaut. Und daher hinterlasst doch mal kurz eure Kommentare und schreibt uns eben, von wo ihr eigentlich guckt. Dieses Jahr ist alles irgendwie anders. Das merkt man auch an unserem digitalen Showformat.
Und auch unsere Gastkünstler sind heute nicht mit uns auf der Bühne, sondern sind uns digital zugeschaltet aus ihren Wohnzimmern, Proberäumen und Lieblingsplätzen. Ja, liebe Zuschauer, eine Sache muss ich doch ganz kurz bemerken. Und zwar, wir haben jetzt gerade beide unser allererstes Outfit an. Tom, kannst du dich noch erinnern, der allererste Show? Boah, das ist ja schon 5 Jahre her. Unfassbar, wie die Zeit fliegt. Und wir freuen uns, dass Sie immer noch bei uns sind. Herzlichen Dank dafür. Die Grafschafter Showgala ist eine Jahresrückblickshow mit nur guten Nachrichten aus der Region und der Welt. Doch seien wir mal ganz ehrlich, das Jahr 2020, wir haben lange überlegt, wollen wir überhaupt auf dieses Jahr zurückblicken? Dennoch haben wir uns dazu entschieden, ganz spät allerdings auch, und konnten sogar auch 2 Junior-Reporter für unser Projekt begeistern, die uns diese Recherchearbeiten abgenommen haben und uns heute Abend diese Ergebnisse präsentieren. Und jetzt schauen wir nämlich rein bei Nico und Hanna, was die denn so herausgefunden haben. Guten Abend, ihr zwei. Guten Abend. Guten Abend. Das ist ja schön, dass ihr da seid. Habt ihr Bock? Seid ihr schon gut drauf? Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. War es denn sehr schwierig, wo mit guten Nachrichten da was herauszufinden? Beziehungsweise worauf können wir uns freuen? Also auf jeden Fall die Präsidentenwahlen, Auszeichnungen, Halbweltnachrichten und ja. Und auch viele regionale Aktionen zum Thema Müllbeseitigung in der ganzen Welt, was auch relativ wichtig ist, auch in Bezug zum Klimawandel und der Verschmutzung der Welt. Also es ist viel dabei. Das klingt schon mal sehr cool. Ja, dann will ich auch gar nicht mehr viel sagen. Euch gehört die Bühne. Januar. Schotte gewinnt Dart-Weltmeisterschaft. Bei den PDC World Dart Championship gewinnt der schottische Dartspieler Peter Wright die Weltmeisterschaft. Überglücklich feierte der Schotte seinen Titel. Astronomen entdecken die Red Cliff Welle, die größte bekannte Gaswolke in der Milchstraße. In dieser gigantischen Gaswolke entsteht sogar ganze Sterne. Man vermutet, dass sie der Ursprungsort unserer Sonne sein kann. Rotarier spenden rund 27.000 Euro für den guten Zweck. Der große Spendenerlös kam bei der diesjährigen Ösener Musiknacht zustande. An über 40 verschiedenen Standorten musizierten über 300 Musikerinnen und Musiker für den guten Zweck. Schokoherzen für funktionierendes Licht am Fahrrad. Mit einer besonderen Aktion hat die Stadt Nordhorn für das Thema Fahrradbeleuchtung sensibilisiert. An 4 Standorten wurden Radelnde mit funktionierendem Fahrradlicht an einem Donnerstagmorgen mit Schokolade belohnt. Tierparkzuschule ist außerschulischer Lernort. Die Anerkennung zum ersten außerschulischen Lernort BNE der Grafschaft Bentheim erhält der Tierpark für seine Anstrengung in der Bildungsarbeit für ein achtsames und nachhaltiges Leben im Umgang mit der Umwelt und den Mitgeschöpfen zu sensibilisieren. Februar. Plastikfreies Bad Bentheim. Händler reduzieren Verpackung. Die Aktionsgruppe Plastikfreies Bad Bentheim stellte jetzt die Ergebnisse ihrer Marktbefragung auf dem Wochenmarkt vor. Deutlich wurde, dass die Marktbeschicker bereits vielfältig Verpackung einsparen oder umweltfreundliche Alternativen einsetzen. Rege Beteiligung an Blutspende- und Typisierungsaktionen. 420 Schüler der berufsbildenden Schulen in Nordhorn nahmen an einer Blutspende- und Typisierungsaktion teil. Die Lions Grafschaft Bentheim unterstützten die Aktion mit einer Spende in Höhe von 4.800 Euro. Danke, ihr zwei. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu unserer ersten Künstlerin unseres 5-jährigen Jubiläums. Und zwar ist sie eine tolle junge Frau aus Neuenhaus. Viele von Ihnen werden sie sicherlich schon mal gehört haben. Sie ist unter anderem und vor allem auch bekannt in der Hochzeitsszene mit ihrer Persönlichkeit und ihrer schönen Stimme. Wir freuen uns sehr heute Abend, dass Christina Hensen aus ihrem Wohnzimmer zugeschaltet hat und statt auf der Bühne digital für uns dabei ist. Guten Abend, Christina! Hallo, ihr zwei! Hi! Hey, na, da strahlt uns ja jemand richtig an. Schön, hi Christina. Du, dein Jahr 2020, magst du uns das in 3 Worten beschreiben? Ja, kann ich versuchen. Also auf jeden Fall ruhig. Wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch. Es ist natürlich irgendwie fast alles ausgefallen. Aber auch ein bisschen Wehmut deswegen, ne? Weil ich gerne auch mehr gesungen hätte.
Und drittens vielleicht auch einfach Dankbarkeit. Danke für Familie und alle, die so da sind in dieser Zeit auch. So kann ich das eigentlich gut umschreiben. Schöne Beschreibung. Ich denke, dass viele anderen sich damit auf jeden Fall identifizieren können. Wem gehört denn dein ganz persönlicher Dank zu Corona-Zeiten? Also auf jeden Fall erstmal den Erzieherinnen im Kindergarten. Ich habe zwei kleine Jungs, die in den Kindergarten gehen. Und die Erzieherinnen haben auf jeden Fall meinen Dank verdient, weil die in dieser Zeit echt einiges geleistet haben und standgehalten haben, um meine Jungs auch zu betreuen. Und natürlich auch meinem Mann und meiner Familie. Also ich habe Schwiegereltern und Eltern auch, die unterstützend immer da waren. Und ja, da bin ich sehr dankbar für. Ja, sehr schön. Du, sag mal, hast du vielleicht für unsere Zuschauer einen Mutmacher-Tipp in diese verrückten Zeiten? Ja, echt eine verrückte Zeit. Also ein Mutmacher-Tipp finde ich schwierig. Ich kann auf jeden Fall sagen, was mir hilft, und das ist auf jeden Fall mein Glaube in dieser Zeit, der mir Hoffnung gibt. Und jetzt ist ja auch Weihnachten, das passt ja eigentlich auch ganz gut. Das ist eigentlich so das, was mir Mut macht in dieser Zeit. Ja, du hast uns ja heute einen Song mitgebracht und wir haben uns das eigentlich anders vorgestellt, dass du auf der Bühne bist. Dafür sind wir jetzt bei dir im Wohnzimmer. So oder so holen wir das auf jeden Fall nach. Aber welchen Song hast du denn für uns mitgenommen? Ich habe was Deutsches mitgebracht und zwar singe ich von Sarah Connor, Bonnie und Clyde. Oh. Ich mag das Lied sehr gerne und ich finde auch irgendwie, das passt in diese Zeit auch ganz gut. Ich freue mich richtig dolle. Schön. Dann präsentiere ich jetzt Christina Hansen mit Bonnie und Clyde von Sarah Connor. Viel Spaß. Wir wurden geboren, um die Welt zu verändern, sollen den Regen biegen, Grenzen verschieben und Helden werden. In guten Zeiten kann man vieles versprechen, die ewige Liebe, das Böse besiegen und Weltfrieden. Doch plötzlich steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Ich hab keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Und um uns herum steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Wenn der Himmel über dir zerreißt und die ganze Welt dich nur bescheißt, dann stehen wir zusammen wie Bonnie und Clyde. Wenn alles ganz anders kommt, als du denkst, wenn der Wind sich dreht, die große Liebe vergeht und du im Regen stehst, dann werde ich dich finden, scheißegal wo du bist. Und wenn dein Herz weint, dann gehen wir einen trinken und ich leih dir meins. Und meine Welt steht wieder in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Ich hab keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Und um uns herum steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Wenn der Himmel über dir zerreißt und die ganze Welt dich nur bescheißt, dann stehen wir
zusammen wie Bonnie und Clyde. Danke, Christina Hensen, für den tollen Beitrag aus dem Wohnzimmer. Ganz interessant und das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Jetzt blicken wir in die Monate März und April. Und da bin ich ja mal gespannt, was unsere Junior-Reporter da rausgefunden haben. Nico, März, April, das war ja eher Lockdown-Phase. Habt ihr da was Gutes gefunden? Es war natürlich schwer, wegen dem ersten Lockdown, der im Mitte März erfolgte, gute Nachrichten zu finden. Trotzdem hat man im Internet noch ein paar gute Nachrichten gefunden, die man jetzt vortragen kann. Das klingt ja sehr interessant. Da sind wir jetzt ganz gespannt, was ihr da zu berichten habt. Euch gehört jetzt wieder die Webcam. Ich wünsche euch viel Spaß. März. Tschüss, Lindenstraße. Am 29.03. erfolgte die Ausstrahlung der letzten Folge der deutschen ARD-Fernsehserie Lindenstraße. Damit endete ein Stück Filmgeschichte des deutschen Fernsehens. Maulwurf ist Tier des Jahres 2020. Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Maulwurf zum Tier des Jahres erklärt. Grund dafür ist unter anderem ihre besondere ökologische Funktion. Die fleißigen Buddler sind nämlich ein guter Zeiger für intaktes Bodenleben. Frühjahrsputzaktion in der gesamten Grafschaft. Ob Dorf-AGs, Initiativen von Nachbarn und Freiwilligen bis hin zu Vereinen. Am 14. März räumten hunderte Grafschafter Bürger ihre Heimat auf und befreiten diese von Müll an Wegesränden, an Ufern und Radwegen. Während Mitte März der erste Lockdown zum Coronavirus folgt, hält die Grafschaft solidarisch zusammen. Vom Einkaufsservice für Risikogruppen über Blutspendeaktionen und ehrenamtliche Maskenproduktion stieg die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Viele Angebote werden digitalisiert. Es kommt zu Online-Gottesdiensten und Livestream-Konzerten sowie Homeschooling für Schüler und Schülerinnen. Danke, Hanna und Nico, für diesen interessanten Einblick. In diesem Jahr hatten es Kulturschaffende und Veranstalter unglaublich schwer, ihre Events überhaupt noch durchführen zu können. Neue Formate sollten dieses Jahr Premiere feiern und sind dann leider erstmal verschoben worden oder fielen komplett aus. Eins dieser Formate nennt sich Sketch-OP. Was dahinter steckt, was man da vielleicht verpasst hat, oder ob man das noch wieder sehen kann. Das erzählen uns jetzt die Theatermacher Eva-Maria Götting-Ennen und Daniel Niers. Guten Abend, ihr zwei. Ja. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr seht fantastisch aus. Es weihnachtet auch hier im Lockdown. Ja, muss möglich. Auf jeden Fall, ja. Also, die Musikbranche, die Kulturbranche, die hat es sehr stark getroffen. Und auch eure Veranstaltungen wurden leider abgesagt. Was hättet ihr eigentlich in diesem Jahr gezeigt? Genau, wir hätten eigentlich die Eleanor Rose Anfang Mai durchgespielt. Was natürlich mit dem Lockdown dann auch letzten Endes beendet war. Dann haben wir uns überlegt, ein Format aufleben zu lassen, das als Kleinkunstfestival ins Leben gerufen wird zwischen musikalischen Künstlern und schauspielerischen Künstlern sozusagen. Und damit wollten wir eigentlich so ein erstes Format auf die Wege bringen. Ja, das war dann eben die Sketch of Air Music Unplugged. Da haben wir dann auch gleich ein paar Musiker gefunden und Darsteller. Wir haben während unserer unfreiwilligen Freizeit haben wir an diesen ganzen Dingen gearbeitet, waren kreativ und haben das auf die Beine gestellt und geprobt. Und dann kam leider jetzt im Oktober wieder diese schlechte Nachricht, da haben wir es dann absagen müssen. Aber wir waren ja schlau und haben das Ganze auf Video gebannt. Und das genau. Ganze geht jetzt ja Stück für Stück online. Genau.
Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, das Format Stück für Stück im Internet anzubieten. Ja. Wie seid ihr auf eure Idee, die Sketch-OP gekommen? Beziehungsweise, woher holt ihr eure Ideen? Ja, gute Frage. Ja, also die Idee stammt irgendwie so ein bisschen aus meiner Richtung. Wir haben das dann allerdings zusammen weiter ausgearbeitet und haben gedacht, okay, es gab ja damals das Programm von Dieter Krebs und wollten diese Idee dann noch weiter ausbauen mit musikalischen Darbietungen unterschiedlicher Bands oder Sänger. So, und das haben wir dann halt dahin entwickelt. Und dann ist eigentlich die Idee, der Name Sketch-OP durch einen Sketch in der Entrée, das wir da geschrieben haben, entstanden, eben der Name Sketch-OP. Ja, dann die letzte Frage noch, bevor wir euer Sketch präsentieren. Und zwar bitten wir heute Abend alle unsere Gäste um ein paar Mutmacher-Tipps, vielleicht Inspirationen, ein paar Ratschläge. Hättet ihr vielleicht ein paar Mutmacher-Tipps für unsere Zuschauer heute Abend? Ja, also mein persönlicher Tipp wäre tatsächlich, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Es nützt ja eh nichts, da müssen wir jetzt einfach alle durch. Einfach weitermachen und kreativ bleiben und halt andere Medien nutzen, wie dieses hier jetzt, auch wenn mal irgendwas nicht über die Bühne gehen konnte. Dafür gibt es dann das Internet. Ja, von meiner Seite aus einfach der Punkt, bleibt kreativ, bleibt in Bewegung. Ja, das hilft. Oftmals auch, wenn es schwer wird natürlich. Und ja, einfach auch das Leben trotz allem mit der Familie zu genießen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt auch. Ja, oder Freunde. Vielen lieben Dank für eure Antworten. Dann zeigen wir jetzt natürlich einen kleinen Ausschnitt aus dem Programm eures Sketch-OP. Viel Spaß! Guten Tag. Guten Tag, was darf denn sein? Ich möchte gern für morgen ein Brot von gestern vorbestellen. Das geht nicht. Das morgige Brot von gestern ist doch heute schon da. Das kann man nicht vorbestellen. Ja, aber morgen kostet das Brot von heute nur die Hälfte. Und das will ich. Das geht nicht. Heute gibt es noch kein Brot, das für gestern ist. Aber da liegt es doch. Was? Ja, das Brot von heute, das für gestern ist. Aber das ist doch für heute. Ja, eben. Deswegen will ich es ja vorbestellen. Dann kostet es nur die Hälfte. Ja, aber das geht nicht. Stellen Sie sich vor, wenn das jeder so machen würde. Wo soll ich das ganze Brot denn lagern? So viel Platz habe ich ja gar nicht. Wie, der Lagerplatz ist das Problem? Ja, genau. Ich brauche doch morgen den ganzen Platz für das Brot von morgen. Also, wenn das ganze Problem ist, bestelle ich jetzt für morgen ein Brot von gestern und nehme es heute schon mit. And music unplugged. Das war ein sehr schöner Ausschnitt von Sketch-OP. Wer mehr Interesse daran hat, kann sich natürlich im Internet schlau machen, tippt einfach Sketch-OP ein. Und jetzt darf ich auch schon wieder rübergehen zu Hanna und Nico. Bitte schön. Hi. Bemannte Raumfahrtmission erfolgreich. Am 30. Mai gelangt die erste bemannte Mission der US-amerikanischen Raumschiffscrew Dragon des Unternehmens SpaceX zur ISS. Hierbei wurden Astronauten einer SpaceX-Rakete zur ISS geführt. Die erfolgreiche Aktion ist eine von vielen Testläufen, um zukünftig Raumfahrtflüge zu ermöglichen. Laufgruppe Emlichheim reinigt Stelen der Halbmarathonstrecke. Vor einigen Jahren entstand in der Kooperation mit der Laufgruppe des SC Union Emlichheim, der Gemeinde Emlichheim und der Sportförderung der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim die Emlichheimer Runde. In regelmäßigen Abständen werden die Stelen von der Laufgruppe des SCU Emlichheim in einer Gemeinschaftsaktion mit anschließendem gemütlichen Beisammensein gereinigt. Da das in diesem Jahr aufgrund der Kontaktsperre nicht möglich war, haben die Teilnehmer der Laufgruppe kurzerhand entschieden, dass jeder Läufer die Patenschaft für 2 bis 3 Stelen und die Reinigung in Eigenregie übernimmt. Gesagt, getan, innerhalb von einer Woche sind alle 48 Stelen gereinigt. Die Stelen sind nun wieder gut lesbar. In Schildorf gibt es die deutschlandweit ersten Autodiskos und Autogottesdienste. Not macht erfinderisch. So hat die Großraumdiskothek Index an verschiedenen Wochenenden zur Autodisco eingeladen. Schnell kamen neue Formate zustande. Der Erfolg der Autodisco hat die reformierte Kirchengemeinde Schüttorf inspiriert, einen Autogottesdienst anzubieten.
Kinder forschen zur wertvollsten Ressource der Erde. Geforscht wird 2020 im Zeichen des Wassers und seinen einzigartigen Eigenschaften, die uns täglich begegnen. Aufgrund der zum großen Teil geschlossenen Kindergartenstätten fand der Aktionstag digital mit einfachen Experimenten für zu Hause statt. Der Tag der kleinen Forscher bot Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren die Möglichkeit, erste spielerische und alltagsnahe Erfahrung mit den naturwissenschaftlichen Fächern zu sammeln. Juli. Nordhörnerinnen fertigen Corona-Puschel für guten Zweck. Während der Corona-Pandemie haben sich 2 Frauen aus Nordhorn Gedanken gemacht, wie sie ihre Solidarität mit Covid-19-Patienten ausdrücken können. Kurzerhand entwarfen Ilka Schlettger und Franziska Hemmers den kahlgrünen Corona-Puschel zum Anstecken. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Puschel wollen die beiden regionale Wohltätigkeitsprojekte unterstützen. Gemeinsam durch die Pandemie, heißt es, bei dem Aufruf der engagierten Frauen. Die federleichten Puschel stellen die Frauen selber her. Kita St. Clara Haus der kleinen Forscher zertifiziert. Bei strahlendem Sonnenschein hat die katholische Kindergartenstätte St. Clara vor kurzem die Auszeichnung Haus der kleinen Forscher erhalten. Mit der Auszeichnung wird der Kindergartenstätte St. Clara bescheinigt, dass hier naturwissenschaftliches Forschen ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist. Bildungsaktivitäten wie zum Beispiel Projekte, Versuche oder Beobachtungen werden dokumentiert und Erzieherinnen bilden sich regelmäßig im Bereich Naturwissenschaft, Mathematik und Technik weiter. Bei unseren Recherchen sind uns nicht nur Sketche und Musik aufgefallen, sondern natürlich auch Tanzbeiträge. Und ein Tanzbeitrag ist total interessant, der hat uns sehr neugierig gemacht und stammt aus der Grafschaft Bentheim aus Emlichheim. Oben aus der Niedergrafschaft haben wir ein Tanzvideo gesehen und da fragen wir jetzt gleich mal die Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters, was das für ein Lied ist und was es damit auf sich hat. Guten Abend, Daniela Kösters. Ja, schönen guten Abend, Tom. Schön, dich mal wiederzusehen, auch wenn es leider nur digital ist. Das holen wir auf jeden Fall nach, Daniela. Jetzt mal direkt schon mal angefragt auf euren Songbeitrag. Ihr habt mitgemacht bei einem Flashmob, dem Jerusalemer Dance Flashmob, der weltweit getanzt wurde. Was steckt da alles hinter? Magst du uns dazu was sagen? Ja, das ist ein Tanz, der ist eigentlich in diesem Jahr bekannt geworden und der stammt aus Südafrika. Und das Besondere bei diesem Tanz ist, dass man ihn Corona-Regel-konform tanzen kann. Denn er funktioniert mit Abstand. Und das war halt, glaube ich, auch das Besondere, warum dieser Tanz in diesem Jahr so viral gegangen ist. Also auf der ganzen Welt wird der Jerusalemer Tanz getanzt. Und ich bin eigentlich da ganz zufällig drauf gestoßen, weil ich eine tolle Performance gesehen habe aus Italien. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das müssten wir doch eigentlich auch hier in Emlichheim hinbekommen. Und ja, da war die Idee geboren. Das klingt ja sehr spannend und interessant. Waren denn gleich alle motiviert, dabei zu sein? Oder musstet ihr ein paar Leute auch überzeugen? Ich stelle mir das bei einem Tanzchoreografie immer so vor, man musste auch ein paar Proben machen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Habt ihr da viel trainiert? Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, es waren alle sofort begeistert. Also es war eher doch etwas schwierig. Also wir waren ein paar, die waren richtig, ja, die waren echt angefixt davon. Die haben das auch schon mal irgendwo im Zumba-Kurs gemacht. Und dann hatten wir irgendwie so eine Handvoll, die gesagt haben, wir tanzen mit. Und da habe ich gesagt, nee, also mit 5, 6 Leuten brauchen wir uns da jetzt nicht hinzustellen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir das halt nicht. Und dann kam, als ich das abgesagt habe, kamen dann ein paar auf mich zu und haben gesagt, ach, ist doch irgendwie schade, es wäre doch ganz toll und wir kümmern uns wohl, dass noch mehr Leute mitmachen. Ja, und so kam es dann letztendlich dazu, dass es irgendwie doch alle angesteckt hat und, also angesteckt darf man die Worte nicht mehr so sagen. Also alle haben sich begeistern lassen. Und dann waren tatsächlich welche, die im Urlaub waren oder die frei hatten, die sind dann auch noch gekommen und haben halt dann mitgetanzt. Das war dann Freitagnachmittag. Und wir haben auch gute Unterstützung gehabt. Viele haben später gefragt, wie lange musstet ihr denn dafür üben? Habt ihr irgendwie tagelang da geübt? Nein, es ist alles in einem Mal entstanden und wir haben insgesamt, ich sag mal, noch nicht mal eine Stunde für alles. Daniela, wem gebührt denn dein persönlicher Dank in dieser Corona-Zeit?
Ui, ja, ich meine, da hat man ja normalerweise schon so ein paar Gruppen von Menschen parat, denen man auf jeden Fall danken möchte. Also das sind natürlich alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, ob das jetzt in den Pflegeeinrichtungen ist, bei den Arztpraxen, die Ärztinnen und Ärzte natürlich, aber auch in den Krankenhäusern. Also denen gebührt natürlich ein ganz, ganz großer Dank. Alle, die logistisch irgendwas mit der Corona-Bekämpfung zu tun haben, denen muss gedankt werden. Aber ich finde, was eigentlich auch ein bisschen zu kurz kommt, ich glaube, man darf allen Menschen danken, die sich an die Regeln halten. Denn alle, die mitmachen, die dafür sorgen, dass man versucht, also andere nicht anzustecken, indem man sich selbst entsprechend verhält, ja, die tragen alle dazu bei, dass das, was die Politik uns ja im Moment auch an Einschränkungen auferlegt, das ist ja auch nicht ohne, das ist auch gerade für euch im Kulturbereich eine ganz massive Einschränkung. Und ich glaube, dass alle, die sich tatsächlich auch dran halten, dass denen ein großer Dank gebührt, weil sonst wäre, ja, Deutschland würde, glaube ich, noch ganz, ganz viel anders dastehen, wenn es nicht so viele Menschen gibt, die auch sagen, es ist hart, aber wir müssen da durch und wir machen das. Ja, vielen Dank, Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters aus Emlichheim. Wir sind jetzt gespannt und schauen uns jetzt den Jerusalemer Dance Flashmob an mit den Emlichheimerinnen und Emlichheimern sowie ein paar Zuschnitten, die wir noch hinzugefügt haben, weltweit. Viel Spaß damit. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, aikolana, busowami, aukolana. Kilondoloze, zuhambenami. Dawoyami, aikolana, busowami, aukolana. Kilondoloze. Aikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze. We'll be right back.
Also, ihr habt gehört, sucht euch ein Plätzchen und tanzt einfach los. Eine schöne Initiative, vielen Dank dafür. Ich mache auch mal gleich weiter mit den nächsten Monaten, Juli und August. In den letzten Jahren ist uns aufgefallen, dass die Drogenfahndung gerade in diesen Monaten viele Drogen beschlagnahmt hat. Hanna, Nico, wie sieht das eigentlich zurzeit aus? Ja genau, zum Beispiel im Juli wurden Drogen im Wert von über 100.000 Euro beschlagnahmt. Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität. Das aus niederländischen und deutschen Fahndern bestehende grenzüberschreitende Polizeiteam Bad Bentheim hat zwei 19-jährige Drogenkuriere festgenommen. Die beiden jungen Männer wollten rund 2 Kilogramm Heroin über die Grenze schmuggeln. Der Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams hat verhindert, dass Heroin mit einem Straßenverkaufspreis von rund 100.000 Euro in den illegalen Handel gelangen konnte. Komplette Rettungshundestaffel besteht Prüfung. Alle angehenden Rettungshundeteams bestanden die Prüfung, mit denen wichtige Schritte auf dem Weg zu einsatzfähigen Rettungshund gemeistert wurde. August. Jugendliche in der Grafschaft engagieren sich gegen Fremdenhaus. Laute Musik schallt durch die Straßen, bunte Kreidezeichnungen finden sich auf Straßen und Wegen. Vom 3. bis zum 9. August fand in der gesamten Grafschaft Bentheim die Aktion Hashtag laut und bunt gegen Rassismus statt. Zahlreiche Jugendgruppen demonstrieren für mehr Vielfalt und gegen Fremdenhass. Schütterfer Kinder schreiben Sommersong. Bei einer Ferienpassaktion schreiben einige Schütterfer Kinder ein Sommerlied, bei dem sie auf die Zeit von Corona zurückblicken. Ihr Song spielt in der Zukunft, wo die Welt wieder in Ordnung ist. Im Lied nervt sie die Maskenpflicht und der Abstand zu Freunden. Danke, Hanna und Nico, für den Beitrag für Juli und August. Nun kommt wieder ein Musikbeitrag. Und zwar springen wir jetzt in die Obergrafschaft, besser gesagt nach Quendorf und Bad Bentheim. Denn im Sommer wurde ein Cover produziert an der Burg Bad Bentheim mit der Sängerin Laura Küpka und dem Musikschulleiter Bodo Wolf. Und welcher Song das ist und wie die beiden das Jahr so überstanden haben, das erfahren wir jetzt im Interview. Herzlich willkommen, Laura Küpka und Bodo Wolf. Guten Abend, ihr zwei. Ja, guten Abend, ihr beiden. Guten Abend. Liebe Laura, magst du uns mal mit 3 Worten beschreiben, wie dein Jahr 2020 war? Mein Jahr 2020. Es fühlt sich immer noch sehr langwierig an. Also ich habe so das Gefühl, das hat noch nicht so begonnen. Ich habe mir so viel vorgenommen. Ich denke, jeder hat sich viel vorgenommen und jetzt ist irgendwie doch Dezember und nichts ist passiert. Also würde ich sagen, langwierig. Gleichzeitig aber auch lehrreich. Ich denke, wir haben alle durch die gesamte Zeit viel mitnehmen können, sei es positiv, sei es negativ. Und persönlich bin ich sehr kreativ gewesen. Dadurch ne, viel Zeit zu Hause und so. Bin eigentlich auch wohl ein kreativer Mensch und ja, ich habe wieder ein bisschen meine Kreativität ausleben können. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, deswegen mein Jahr in 2020. Ja. Bodo, du bist ja Leiter der Musikakademie der Obergrafschaft. Mal aus Sicht einer Musikschule, worauf blickt ihr zurück und worauf blickt ihr nach vorne? Ui. Also zurück, ganz viel Stolz auf die Lehrer, die bei uns sind, die uns als private Musikschule ja durch das Jahr geholfen haben, weil wir hätten auch ganz schnell, sag ich mal, insolvent sein können oder untergehen können. Das sind wir nicht und das sind wir dank des tollen, flexiblen, schnellen Teams, das wir haben. Da bin ich ganz, ganz furchtbar stolz. Ganz dankbar, dass wir jetzt im Moment, jetzt im Winter noch arbeiten können. Also das hilft uns weiter. Bisschen Enttäuschung über teilweise Landes- und Bundespolitik im Sinne der Kultur und für Solo-Selbstständige. Da bleibt doch ein bitterer Nachgeschmack. Und das ist auch was ich mir für die Zukunft wünsche, dass da die Kulturbranche, Musiker, Solo-Selbstständige doch nochmal anders berücksichtigt werden und eine bessere Stellung kriegen, eigentlich wie alle anderen Berufsgruppen auch, die das schon längst auf dem Schirm haben und gut organisiert haben. Gleich blicken wir auf euer Musikvideo zurück. Wir können ja jetzt schon verraten, es war bei der Burg Bad Bentheim im Hochsommer. Welcher Song wird gleich gecovert und wie kam es zu der Song-Performance?
Also die Kurzfassung von meiner Seite ist, Wode hat mich gefragt und ich habe gesagt, ja. Ja, die Langfassung ist, das Ganze war eine Aktion im Zusammenhang mit der Bentheimer Kulturnacht, die eben die Bürgerstiftung Bad Bentheim veranstaltet hat. Und Corona-Jahr, es war natürlich digital. Und da wurde Bodo dann gefragt, ob er da auch was mit inszenieren kann. Und dann hat er mich angesprochen, ob ich da nicht Lust hätte, was mit ihm zu machen. Und da habe ich gesagt, natürlich, gerne. Ja, und dann sind wir da irgendwie drauf gekommen, dass wir halt Fix You machen können, weil Fix You geht immer, sagen wir. Was sind denn eure Mutmacher-Tipps in dieser verrückten Zeit? Ein Mutmacher-Tipp. Ich habe die Frage vorab ja gesehen und was mir sofort eingefallen ist, es gibt einen Song von Rio Reiser oder Tonstein Scherben und der heißt Halt dich an deiner Liebe fest. Und das ist eigentlich auch das. Also mir sind in dieser Zeit einfach ein paar Sachen wichtig geworden oder wieder aufgefallen, was eigentlich so viel Spaß macht, was mir Freude bringt, was Liebe vervielfältigt und dass diese Sachen sind einfach wichtig, dass auch ein Blick nach vorne, da nicht wieder zurück in das Alte zu fallen, sondern da sowas nochmal beizubehalten und sowas verstärkt zu machen, darauf zu achten, auf die Dinge, die einem wirklich Spaß machen, wichtig sind und Freude geben, sich selbst und anderen. Okay, ein Mutmacher-Tipp. Ich würde sagen, 2021 kann nur besser werden, hoffentlich bei den meisten. ja, und in dem Sinne freuen wir uns auf 2021. Schön gesagt, Laura. Wir wünschen jetzt viel Spaß mit dem Cover Fix You von Laura Kübker und Bodo Wolf.
your voice, and I will try to fix you. Ein schönes Cover aus Bud Bentheim. Vielen Dank, Laura und Bodo, für diesen wunderbaren Musikbeitrag. Und jetzt blicken wir auch schon auf den September, Oktober zurück und schalten wieder zu Hanna und Nico. September. Wissenschaftler identifizieren 24 superhabitable Exoplaneten oder sehr aussichtsreiche Kandidaten dafür. Mit besser für Leben geeigneten Bedingungen als die Erde mittels Daten über 4000 bis dato bekannten Exoplaneten. Migrantinnen haben im Hallenbad Ösen schwimmen gelernt. Der Südkreis Ösen, die DLRG-Ortsgruppe Ösen sowie die Bäderbetriebe Nordhorn-Niedergrafschaft hatten die Durchführung des Kurses ermöglicht. Die Frauen haben selber auf einen finanziellen Beitrag geleistet und alle waren beim Schwimmunterricht hoch motiviert. Freiwillige sammeln Müll beim World Cleanup Day. Rund 40 Freiwillige haben zwischen Nordhorn und Almelo am Samstagvormittag grenzüberschreitend Müll gesammelt. Der World Cleanup Day ist eine weltweite Bürgerbewegung gegen die Vermüllung des Planeten und für mehr Stadtsauberkeit. Im Jahr 2019 haben über 21 Millionen Menschen in 180 Ländern daran teilgenommen und sich bei der Aufräumaktion gemeinsam für weniger Müll auf der Erde eingesetzt, heißt es von den Organisatoren. Oktober, 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. Am Tag der deutschen Einheit feierte Deutschland den 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. Verschiedene Veranstaltungen oder Ausstellungen boten Überblicke auf die damalige Zeit. Der BER eröffnet in Berlin. Der Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg, der am 5. September 2006 begann, war eins der größten Bauprojekte Deutschlands. Der Start des Flugbetriebs war anfangs für November 2011 geplant. Aufgrund fehlerhafter Planung, mangelnder Bauaufsicht und umfangreicher technischer Mängel wurde der Eröffnungstermin insgesamt 7-mal verschoben. Das Timing ist dennoch doof. Aufgrund von Corona ist die Zahl von steigenden Flugmaschinen drastisch heruntergefahren worden. Pilotprojekt Mehr Sicherheit für Senioren. Behindertenbeiräte, Seniorenbeiräte und Polizei im guten Austausch. Nach kurzer Einführung zu den Themenbereichen falsche Polizeibeamte, Enkeltrick und Fahrradhelm gab es eine Auffrischung zum aktuellen Stand der Betriebssicherheit von Fahrrädern. Im Anschluss setzten sich die Teilnehmer auf ihre Räder und fuhren verschiedene Plätze an. Orte, an denen sie möglicherweise unsicher im Straßenverkehr fühlen oder die Angst besonders groß ist, Opfer einer Straftat zu werden. Während der Sicherheit-Erfahren-Tour gaben die Beamten hilfreiche Tipps zum verkehrssicheren Umgang mit dem Fahrrad und den unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten vor Straftaten. Große Sportveranstaltungen wie die EM, so als auch regionale Wettbewerbe, wurden dieses Jahr leider verschoben oder auch ganz abgesagt. Aber eine Sportmannschaft hat sich dennoch nicht nur das Trainieren gewidmet, sondern auch das Singen. Was das so alles auf sich hat, wie es dazu kam, das verrät uns jetzt der Rocksänger Dennis Quast. Dennis, moin. Guten Abend, Tom. Guten Abend, Shananya. Ja, guten Abend. Du hast es dir ja richtig schön gemütlich gemacht zu Hause. Habe ich. Auf meinem wunderschönen Loriot-Sofa. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht, sehr schön. Ja, bevor wir mit dem Musikvideo weitermachen, haben wir natürlich ein paar Fragen an dich. Und zum Beispiel wollen wir gerne wissen, welcher Titelsong dein Jahr 2020 beschreibt. Mit einem Songtitel, da kommen wir natürlich direkt auf Wir halten zusammen zu sprechen, selbstverständlich. Weil vom ersten Jahr 2020 habe ich nicht allzu viel mitbekommen, weil ich am Rücken operiert worden bin. Aber so ab Mai, Juni ging das wieder los. Da kam auch der Wilko Fennig jetzt vom SCU und sagte, Mensch, lass uns doch mal dieses Wir halten zusammen mal neu aufnehmen und neu interpretieren und neu einfach mal modernisieren das Ganze. Er hat meine alten Kollegen von Moonhead damals, konnte ich leider nicht mehr gewinnen. Aber dann habe ich das ganze Stück
einfach mal alleine produziert. Und das ist dabei rausgekommen. So viel darf man ja verraten bei dem Song Wir halten zusammen. Bist du auch natürlich mit der erfolgreichen Mannschaft, Volleyballmannschaft SCU Emmichheim zu sehen. Aber wie sportlich bist du eigentlich? Also mit Sport habe ich überhaupt nichts am Hut. Ich meine, ich gehe zwar ab und zu mal ins Fitnessstudio, aber auch nur, um das schlechte Gewissen zu beruhigen und natürlich was gegen den schönen dicken Bauch zu tun. Wie man in dem Video allerdings sehen kann, es war der heißeste Tag im August. Diese top-konditionierten Damen von der Mannschaft, die sind da super mit klargekommen. Also ich definitiv nicht. Das kennen wir natürlich auch. Ja, wie kam es überhaupt zu der Sporthymne? Ja, die Hymne, die ist ja schon ein bisschen älter. Das ist Anfang der 2000er haben wir das damals mit Moonhead schon mal geschrieben und aufgenommen. Und wie gesagt, Wilko Pfennig jetzt vom SCU wollte davon eine modernere Version haben. Er hat irgendwie in diesem letzten Jahr den Vorsitz beim SCU übernommen und krempelt da aktuell die ganze Bude um und macht das sehr gut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Wir schauen gleich auch mal rein. Wem gebührt denn dein Dank in diese Corona-Zeit? In der Corona-Zeit? Also natürlich einmal gebührt der Dank meiner Familie, meiner wunderbaren Frau. Und ich hatte natürlich sehr viel Zeit, um am neuen Album da zu arbeiten. Und da hatte ich natürlich sehr viel Unterstützung von Shananya, danke. Von Mirko Graf, Henrik Bäumer vom PAE. Und einen Gruß muss ich noch loswerden an Frank und Nadine. Nächstes Jahr wird wieder Rock'n'Roll. Alles klar. Die Grüße senden wir natürlich gerne raus. Sag mal, hast du noch einen Mutmacher-Tipp für uns? Einfach durchhalten. Und ich sag, nächstes Jahr geht's doppelt und dreifach rund. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Dennis. Wir freuen uns auch und wir zeigen euch natürlich jetzt den Songbeitrag, der beim heißen Augustwetter in Emmichheim gedreht wurde. Viel Spaß mit Dennis Quass und der SCU Emmichheim Volleyballmannschaft. Okay, Mädels, hier und heute geht's rum. Wir haben uns lange auf diesen Moment vorbereitet. Wir gehen raus, treffen jeden einzelnen Ton, hauen den Gegner aus der Halle und zeigen denen, wo die Musik spielt. Auf geht's! Yeah! SCU! Au! 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Bin ich bei der Sache, bleib ich am Ball. Ich bin die Ruhe selbst. Ganz und gar konzentriert, nichts bringt mich aus der Fassung, ich bin hochmotiviert. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu spielen, den Beifall der Fans zu hören, zu spüren, mit der Mannschaft den Sieg nach Hause tragen. Punkten, Punkten, Punkten und nicht lange frei. Vor jedem Spiel, da sagen wir uns, wir halten zusammen, gemeinsam sind wir stark, wir geben unser Bestes und keiner hält es auf. Los, der Hallenboden bebt, die Spannung steigt, mein Puls beginnt zu rasen. Die Fans, sie jubeln, sie trommeln und schreien, das ist das, was ich brauche, das gibt mir die Kraft. Vor jedem Spiel, da sagen wir uns, wir halten zusammen, gemeinsam sind wir stark. Oh,
Was für eine sportliche Hymne. Vielen Dank, Dennis und die Volleyballmannschaft. Wir schalten noch ein allerletztes Mal zu unseren Junior-Reportern Hanna und Nico, die uns jetzt den Monat November präsentieren. November 2020, Jahr der Krankenschwester und Hebamme. Die WHO erklärte 2020 zum internationalen Jahr der Krankenschwester und Hebamme. Zudem betonten sie die gute Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Forschern auf der ganzen Welt zur Bekämpfung des Coronavirus. Noch nie in der Geschichte arbeiteten so viele verschiedene Forschungszentren an einem gemeinsamen Impfstoff. Tierpark erhält goldene Auszeichnung. Über die Auszeichnung durch eine renommierte Zeitschrift kann sich der Tierpark Nordhorn freuen. Im großen Deutschlandtest 2020 wurden mehrere Millionen Bewertungen zu rund 23.000 Unternehmen und Marken aus verschiedenen Branchen zusammen vom Wirtschaftsmagazin Focus Money und dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung ausgewertet. In der Kategorie Zoo ist der Tierpark Nordhorn der Spitzenreiter und damit Preissieger Gold. Gymnasium in Nordhorn als digitale Schule ausgezeichnet. 20 Schulen aus Niedersachsen wurden in einer Online-Veranstaltung von den MINT-Vorständen und Partnern als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet. Mit dabei ist auch das Gymnasium Nordhorn. Die Schulen werden auf Basis eines einheitlichen Bewerbungsprozesses. Das Gymnasium Nordhorn überzeugt auch durch die geschlossene kooperative Arbeit während der Homeschooling-Zeit. Innerhalb kürzester Zeit haben sowohl Schüler als auch Lehrer die Art des Unterrichtens in die digitale Welt transformiert. Diese beeindruckende Leistung wurde honiert. Amerikas neuer Präsident. Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind nach mehreren Durchzählungen abgeschlossen. Bei dieser spannenden Wahl haben mehr Menschen gewählt als je zuvor. Mit großem Abstand gewann der Demokrat Joe Biden. Liebe Hanna und lieber Nico, vielen herzlichen Dank für eure Recherchen für den Monatsbeitrag November. Wir blicken jetzt zurück auf tatsächlich schon den Monat Dezember. Den haben wir nämlich jetzt gerade ausgelassen. Denn der wird eigentlich immer live präsentiert von den Schülern des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn, was dieses Jahr natürlich auch wegfällt. Wir können hier nur ein tolles Beispiel als Rückblick schon mal mit auf den Weg geben. Bestimmt schon von mitbekommen, das Glühweintaxi aus Nordhorn. Was anfangs als Glühweintaxi-Idee entstanden ist vom Bonn Café, ist mittlerweile ein Bündnis mit vielen verschiedenen Einzelhändlern und Gastronomen aus Nordhorn, die gemeinsam Geschenkpräsente und so weiter an die Haushalte in der Region vorbeibringen. Was eine super Aktion ist und auch zeigt, dass man in diesen Zeiten nicht aufgeben darf. Wir hoffen einfach, dass auch Sie und ihr die Weihnachtszeit trotzdem irgendwie ein bisschen genießen könnt. Wir möchten uns an dieser Stelle jetzt schon bedanken bei unserem Team, unter anderem André Ahus, der hinter der Technik steht, unserem Sprecher Eike Börgeling, Hanna und Nico für die Recherchen, bei unseren Gastkünstlern für die interessanten Interviews und die Bereitstellung natürlich der verschiedenen Videos. Und ganz zum Schluss möchten wir uns natürlich auch bedanken bei Ihnen und euch fürs Anschauen, fürs Kommentieren, fürs Vorbereiten dabei zu sein. Denn wir wollten auf jeden Fall heute Abend Ihnen und euch einen schönen Abend auf die Beine stellen und wir hoffen, dass es gelungen. Wir wünschen Ihnen natürlich frohe Weihnachten, eine gemütliche Zeit mit der Familie, auf jeden Fall viel Gesundheit und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Jahr wieder unter etwas persönlicheren Umständen. Guten Abend und hallo aus der Technik. Mein Name ist André. Tom und ich, wir produzieren diese Show mittlerweile seit 5 Jahren, dieses Jahr erstmalig in einer digitalen Edition. Ich möchte mich natürlich auch dafür bedanken, dass ihr alle eingeschaltet habt. 2020 war für uns alle relativ herausfordernd und wir hoffen, dass 2021 diese Show auch wieder live und in Farbe im Konzert- und Theatersaal stattfinden kann. Bis dahin habt eine schöne Restweihnachtszeit. Wir sehen uns hoffentlich 2021 gesund alle wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss! Und jetzt präsentieren wir eine Neuauflage des Grafschafter Weihnachtssongs irgendwo da draußen. Machen Sie es gut! Soweit die Zeit bricht an.
Märchen sehen, der Weihnachtsmann. Die Schlange vor mir, sie fehlt ewig lang. Ich sehne mich schon nach dem Jahresanfang. Der Einzelhandel, der freut sich sehr, denn in dieser Zeit kaufen alle viel mehr. Joko, Weihnachtsmänner, um dieselben alten Lieder. All das kommt doch alle Jahre wieder. Weihnachtsmarkt und Tannenbaum und Weihnachtsgansgefieder. All das kommt doch alle Jahre wieder. Zu Hause angekommen, packe ich die Sachen aus. Keine Dekoration und keine Nikolaus. In den Zeitungen sieht man schon den ersten Blick aufs Jahr zurück. Und im Theater zeigt man ein altbekanntes Weihnachtsstück. Ich werd mal wieder von diesem Fest erdrückt. Die ganze Stadt spielt schon wieder verrückt. Schoko. Geschenk klar, komm, gib mal her. Doch Weihnachten, da geht's um mehr. Alle setzen sich zusammen und keiner fängt zu streiten an. Schreibe ich für dich nieder, damit du nicht denkst.